und herzlich willkommen zu unserer letzten Ausgabe Campus TV in diesem Semester. Bei uns geht es heute um die sieben Wunder Jenas, zum Beispiel das ehemalige Walkische Haus, wo wir jetzt stehen. Dann gibt es noch einen Bericht zum Europatag, aber zunächst dreht sich bei uns alles um das Thema Essen. Ja, Robert, gehst du eigentlich gerne in der Mensa essen? Eher seltener, weil ich nicht immer so positive Sachen über die Mensa gehört habe. Naja, weil es einigen so geht, haben wir mal die Mensen Jenas unter die Lupe genommen und was dabei herauskam, das seht ihr jetzt. Über geringe Besucherzahlen brauchen sich diese Einrichtungen nicht zu beklagen, die Mensen in Jena. Täglich werden hier warme Gerichte für die hart arbeitenden Studenten der Universität und Fachhochschule angeboten. Doch schmeckt das Essen überall gleich gut? Campus TV macht die Probe aufs Exempel. Unsere Testesser? Hallo, ich bin der Benjamin, ich bin am Ende meines Medizinstudiums. Und das ist Patrick, ein sehr, sehr guter Freund von mir. Und der ist kurz vorm Ende seines Lehramtsstudiums für Informatik und Sozialkunde. Und zusammen bestreiten wir den sagenumwogenen Mensa-Test. Als erstes ist die Mensa an der Fachhochschule an der Reihe. Die ehemalige Betriebsgaststätte der Carl Zeiss Jena GmbH wird sowohl von Studenten als auch von den Mitarbeitern der im Nachbargebäude tätigen Firmen besucht. Das ist eine ziemlich gute Auswahl. Sieht alles sehr lecker aus. Ja, es sind 5 Essen, da wird ja für jeden was dabei sein. Die Wahl ist also schnell getroffen. Jetzt heißt es nur noch Essen holen. Viel drauf zu stehen, alles klar. Schönes Wochenende. Ja, also ich habe die Königsberger Klopse. Ja, sieht ganz ansprechend aus, riecht vor allen Dingen lecker. Und ich habe den Lachs genommen mit den Bandnudeln. Auch was sehr Tolles. Und wie war das Personal? Freundlich, super. Wirklich einzigartig. Und man bekommt auch mal, wenn man nicht fragt, ein Schöpfchen mehr drauf, was ja in anderen Mensen, naja. Gut. Wäre das auch geklärt, dann kann es ja losgehen. Das Essen hat ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Man geht einfach aus der Tür raus, kann sich draußen hinsetzen. Es sind nicht zu viele Leute hier. Und wie bewertet ihr das Essen an sich? Also für mein Essen von 10 zu vergebenen Punkten würde ich sagen 9. Also ich fand, es war unheimlich lecker, es war sehr gut gewürzt und es war vor allen Dingen viel. Und das ist halt nicht sehr anspruchsvoll, deshalb nur 8 Punkte, aber trotzdem gut gemacht, ja. Also wenn man hierher geht und isst, dann kann man auch fast sicher sein, dass es einem schmeckt. Neuer Tag, neues Glück. Als nächstes besuchen die beiden die Mensa am Philosophenweg. Jo, also von allem was dabei, würde ich sagen. Ich nehme Schweinegeschnetzel. Ich nehme den Spinatfisch. Ob das Essen mit dem von der FH mithalten kann, wird sich zeigen. Wie sieht es denn erst einmal optisch mit den Gerichten aus? Also ich finde, meins sieht eklig aus. Ich find, sieht halt aus wie überbackener Fisch mit Spinat. Hier ist es schon farblich schön abgestimmt. Das gefällt mir auch. Neben der großen Auswahl erhält vor allem das Ambiente und das freundliche Personal der Philomensa Lob. Kommt das Essen auch so gut an? Also jetzt geht's um die Bewertung vom Essen und ich muss echt sagen, mir hat's ultimativ gut geschmeckt. Und wenn ich eine Skala von 10 Punkten hätte, würde ich 9 von 10 Punkten vergeben. Dem Essen selbst würde ich 6 von 10 Punkten geben, weil es relativ trocken war. Doch die wichtigste Frage steht noch aus. War die Portion für dich groß genug? Die konnte ich mir selbst aussuchen. Ist ja wichtig. Die war groß genug. Fehlt nur noch die Mensa am Ernst-Abbe-Platz. Pünktlich um 1 treffen sich Benny und Patrick zum Mittagessen. Meistens geht man ja doch eher hoch und guckt sich an, wie das Essen aussieht. Ne? Und danach entscheidet man. Und so machen wir es. Ne? Aber ich nehme das Kalbsgeschnitzel. Das ist ja schon mal klar. Da ist Fleisch drin. Fleisch. Und du nimmst vegetarische, gell? Natürlich nicht. Mit ihrem Standort direkt im Zentrum ist die Abbe-Mensa die meistfrequentierte. Täglich gehen hier ca. 2500 Portionen über den Tisch. Also ich finde, Bennys Eins, das sieht lecker aus. Das hat auf jeden Fall mehr Farbe als meins und größere Pilze. Aber was ich bei diesem Gericht vermisse, ist halt die Gemüsebeilage, sei es jetzt gekocht oder hier in so einem wunderschönen Salatbild. Siehst du, das war der Grund, warum ich mich für das Essen entschieden habe. Prost! Zwar ist die Mensa heute nicht so voll wie sonst, doch so schön grün wie bei den anderen Mensen ist es eben auch nicht. Ob das Essen diesen Nachteil wieder gut machen kann?
Also zur Bewertung von meinem Essen möchte ich sagen, dass es mir gut geschmeckt hat. Und ich gebe dem 7 von 10 Punkten, weil frisches Gemüse oder Obst oder sowas gefehlt hat. Ich würde meinem Essen 6 von 10 Punkten geben wegen der Nudeln. War es schön fettig, die Nudeln? Ja. Waren die Nudeln richtig krass fettig. Und die haben nach Zimt geschmeckt. Und die haben echt nach Zimt geschmeckt? Ja, die haben nach Zimt geschmeckt. Somit steht der Gewinner fest. Mit 17 Punkten überholt die FH-Mensa die 14 Punkte der Philo-Mensa. Knapp auf Platz 3 fällt die Campus-Mensa mit 13 Punkten. Das war der Mensa-Test. Wir danken unseren Testessern Benny und Patrick für ihr kompetentes Urteil und wünschen ihnen weiterhin einen guten Appetit. Am 28. Juni fand der Europatag auf dem Campus Ernst-Abbe-Platz statt. Dieser stand unter dem Motto Europa der Bürger. Wir von Campus TV waren natürlich mit der Kamera dabei und haben den Tag dokumentiert und konnten als kleines Highlight sogar noch einen Nachfahren von Napoleon ausfindig machen. Das war's. Zum ersten Mal in der Geschichte sind die europäischen Staaten in Frieden und Freiheit vereint. Europa. Am 28.06. hielt es am Campus Ernst-Abbe-Platz Augen auf für Europa. Der Europatag lud Bürgerinnen und Bürger, Studentinnen und Studenten zu einem Thementag unter dem Motto Ein Europa der Bürger ein. Zahlreiche Organisationen waren mit Ständen im Foyer vertreten. Organisiert wurde der Thementag vom Collegium Europaeum Jenense. Über den ganzen Tag haben wir hier im Foyer des Ernst-Abbe-Campus viele Organisationen zusammentrommeln können, die in Europa aktiv sind und sich einsetzen, entweder für den europäischen Gedanken oder auch für Internationalität. Uns hat vor allem bewegt, dass wir versuchen wollten, den Bürgern in Jena, da man generell in Deutschland bei den Bürgern eine gewisse Europaskepsis merkt, was sich natürlich auch in den Wahlen zum Europäischen Parlament immer wieder schlägt, dass die rechten und konservativen Parteien da immer mehr an Stimmen gewinnen, wollten wir versuchen, diese Euroskepsis dem ein bisschen entgegenzuwirken, den Bürgern zeigen, wie nah Europa eigentlich ist, was es also quasi vor ihrer Nase, vor der Haustür für Organisationen gibt, die sich für Europa und den europäischen Gedanken einsetzen. Wer genauer hinsah, konnte neben einer Menge Infomaterial auch das ein oder andere Interessante, Unerwartete entdecken. So etwa den Stand eines kleinen Völkchens am Rande Europas. Ich komme aus Kalmykien. Kalmykien ist ein einziges tibet-buddhistisches, westmongolisches Volk in Europa. Wir sind eine Minderheit, gehören wir zu Russland. Europa, heute findet in Jena Europatag statt. Wir sind dabei. Warum? Also, Europa bedeutet auch Vielfalt. Und wir möchten auch dabei einen Beitrag leisten, indem wir auch unsere Kultur und unser Volk präsentieren und darstellen und auch dabei sagen möchten, dass auch so ein Volk auch zu Europa gehört. Wir sind ein einziges asiatisches Volk, das zu Europa gehört. Wir zum Beispiel haben unsere Muttersprache, kalmykische Sprache, und unsere Sprache ist eine bedrohte Sprache. Leider haben wir eine tragische Geschichte. Das ganze Volk war im Zweiten Weltkrieg nach Sibirien deportiert und diese Deportation hat 13 Jahre gedauert. Das heißt, im 1956 durfte das Volk erst zurück nach Kalmykien kehren. Und das war auch schon eine sehr tragische Geschichte. Wir verlieren unsere Sprache. Und für uns ist sehr wichtig, dass auch im Europäischen Parlament die Fragen, Sprachenvielfalt auch eine wichtige Rolle spielt. Und deswegen haben wir auch ein Projekt als kalmykische Hochschulgruppe an der FSU Jena organisiert und gestartet. Wir haben so ein Märchen, ein kalmykisches Märchen ins Deutsche und ins Russische übersetzt. Was wäre Europa ohne die deutsch-französische Freundschaft? Klar, dass eine Gesellschaft für freundschaftliche Beziehungen und Austausch der beiden Länder nicht fehlen durfte. Die deutsch-französische Gesellschaft stellt sich vor. Die Ursprünge liegen eigentlich schon in den alten DDR-Zeiten. Damals hieß es Freundschaftsgesellschaft Frankreich-DDR. Und damals waren es noch über 100 Mitglieder. Das Interesse für das damalige kapitalistische Ausland war groß. Auch wenn man nicht hinreisen konnte, wollte man doch gerne über das schöne Land mehr erfahren und hatte im Rahmen der Gesellschaft dazu Gelegenheit. Und ansonsten ist zu sagen, dass wir vor allen Dingen den Kontakt versuchen zu verstärken im privaten Bereich, im Zusammenhang auch mit der Städtepartnerschaft von Jena und Aubervilliers,
Also ich zum Beispiel auch schon mehrmals in Aubervilliers. Und wenn es als Dolmetscher war, ich bin nämlich ein ausgedienter Französischlehrer, der hier auch an der Uni unterrichtet hat. Habe schon einige Studenten hier wiedererkannt. Ja, und solche Gelegenheiten nutzen wir dann, um das auszubauen. Ja, das ist, so eine Städtepartnerschaft trägt sich nicht mit Besuchen der Bürgermeister untereinander, sondern das muss auf breiterer Ebene geschehen. Und dass zum Beispiel solche Turniere hier, Bullspiel, das macht dann immer Spaß und die Franzosen sind da unschlagbar, nicht? Da kommen wir nicht ran. Aber das ist ja eigentlich nur die Hauptsache, das gesellige Beisammensein dabei, miteinander sprechen, soweit es sprachlich möglich ist. Und Besuche wechseln sich ab. Praktikum, Studium oder Freiwilligendienst im europäischen Ausland? Am Europatag konnte man erfahren, wie das geht. Also wir sind hier zum einen die Jugendinformation Jena. Das ist eine Beratungsstelle in Jena, die zum Teil für Freiwilligendienste berät, Wege ins Ausland generell, Schulaufenthalte, Praktika im Ausland und natürlich auch Studium im Ausland. Und dann sind wir aber auch noch Eurowerkstatt. Das hängt mit dem Europäischen Freiwilligendienst zusammen. Da sind wir sowohl Endsender als auch Aufnahmeorganisation. Also das sind alles gemeinnützige Projekte. Es gibt ganz, ganz verschiedene Bereiche. Du kannst Behindertenarbeit machen, du kannst kulturell, künstlerisch, echt, also da gibt es durch die Bank weg ganz, ganz viel Verschiedenes, aber halt alles in gemeinnützigen Organisationen. Das ist für Menschen von 18 bis 30 Jahren frei zugänglich, unabhängig von irgendwelchen Sprachvorkenntnissen oder finanziellen Verfügungen. Ganz im Gegenteil, eigentlich Menschen mit Benachteiligungen werden sogar vorgezogen. Also das ist wirklich, was halt auch ein Riesenvorteil ist beim Europäischen Freiwilligendienst, ist einfach die komplette Finanzierung auch von diesem Jahr oder wie lange man im Ausland sein möchte. Neben den Ständen wurde in den Hörsälen ein Rahmenprogramm aus Vorträgen und Podiumsdiskussionen zu Gedanken, Wünschen und Ängsten sowie Partizipationsmöglichkeiten der Bürger an Europa dargeboten. Doch, so reichhaltig das Informationsangebot auch war, das Interesse der Studenten hielt sich leider in Grenzen. Daran konnte auch der Malwettbewerb Mal dir dein Europa nichts ändern. Dabei hatte man es sogar geschafft, einen waschechten Nachfahren Napoleon Bonapartes nach Jena zu locken. Monsieur Bonaparte referierte über die Ursprünge der europäischen Gemeinschaftsidee und stellte sich anschließend einigen Fragen. Diese Zusammenarbeit auch zwischen diesen beiden Nationen funktionieren muss, um Europa zum Funktionieren zu bringen. Die mangelnde Beteiligung von Jena Studenten und Bürgern steht also durchaus im Verhältnis zu einer bereits eingangs festgestellten allgemeinen Europamüdigkeit. War dieser Europatag dennoch der Anfang von einer jährlichen Institution? Muss man halt gucken. Leider sind viele Studenten jetzt fertig, haben Staatsexamen und Magister, die in unserer 10-köpfigen Gruppe dabei sind. Wird man sehen, ob sich das nächstes Jahr wiederholen lässt. Eines jedoch ist sicher. Der hervorragend organisierte Europatag gab jedem Interessierten die Möglichkeit, Europa besser kennenzulernen. Also ich persönlich glaube, dass in Jena jeder bis 7 zählen kann. Ja, Robert, das stimmt. Das liegt sicherlich daran, dass es hier die 7 Wunder gibt. Und wer die noch nicht in 3D und in Farbe gesehen hat, jetzt kommen sie in HD. Also unser Hans von Jena oder unser Schnapphans ist ja die einzige erhaltene Kopffigur an frühneuzeitlichen Bauten in Norddeutschland, die eine schnappende Bewegung vollführt. Der belebte Marktplatz von Jena. Der Ausgangspunkt für unsere historische Entdeckungsreise. Wir machen uns auf die Suche nach den 7 Wundern Jenas. Doch wo könnte man solche Wunder finden? Und was macht sie zu Wundern? Unsere erste heiße Spur führt uns direkt ins Stadtmuseum, wo wir Dr. Matthias Miet treffen. Ja, die 7 Wunder sind ja bekannt durch den schönen lateinischen Spruch, der sie nacheinander aufzählt. Und wir gehen eigentlich davon aus, dass dieser Spruch entstanden ist im studentischen Milieu, weil er ausgerechnet im 16. Jahrhundert auftaucht, sodass wir glauben, dass den als lateinischen Lehrspruch Studierende geprägt haben
Auch wenn man sagen kann, dass Handwerksburschen den ebenfalls außerhalb von Jena benutzt haben. Er ist dort aufgetaucht und galt offenbar auch als Nachweis dafür, dass man in der Gelehrtenstadt Jena gewesen ist. Ara, der Tordurchgang scheint ja heute insbesondere deswegen faszinierend, weil man glaubt, man hätte sozusagen eine Straße unterhalb eines Altars gelegt. Man darf sich dabei natürlich nicht vorstellen, dass man zur Zeit der Entstehung dieses Durchgangs das Ziel hatte, einen möglichst eindrucksvollen Durchgang etwa sogar für eine heutige Straße zu schaffen, sondern wir müssen uns klar machen, dass es damals darum ging, das Gefälle, das sozusagen der Baugrund aufwies, auszugleichen, um die Kirchenerweiterung vornehmen zu können. Und auch ein Wunder muss von Zeit zu Zeit saniert werden. Der Schnapphans, den kennt ja in Jena jedes Kind. Und wenn man bei Luther etwas über den Hans von Jene liest, dann ist es eigentlich einer, der sich jede Stunde zu irgendeiner Frage der Welt äußert, ein Schwätzer. Oder aber auch einer, der offenen Mundes und ohne Verständnis die Erscheinung dieser Welt betrachtet. Draco, der siebenköpfige Drache. Entweder wir haben es mit einer Scherzfigur zu tun, so wie man heute derartige Scherzfiguren auch produzieren könnte, oder aber es ist tatsächlich eine Figur, die Teil theologischer Prozessionsschauspiele gewesen ist und die dann den Satan in Drachenform als Widerpart des Allmächtigen verkörpert hat. Mons, der Jens sich als ein, auch heute noch, wenn wir regnerisches Wetter haben, wenn es neblig ist, beeindruckender Berg. Der Berg hat offenbar durch seine Höhe von 304 Metern über der Saale schon vor Jahrhunderten beeindruckt. Pons. Die Kamsdorfer Brücke, über Jahrhunderte tatsächlich ein beeindruckendes Bauwerk, über einen Fluss, die Saale, der ja jahrhundertelang auch ein Quell von Gefahren gewesen ist. Diese Brücke, die als Bogenbrücke beeindruckende Schönheit auch ausgestrahlt hat und die im Grunde bis zum Ende des 19. Jahrhunderts auch ihre Funktion erfüllen konnte und erst 1912 durch einen Neubau ersetzt werden musste. Vulpecula Torres, der Fuchsturm. Der Fuchsturm hat wahrscheinlich und zuallererst seinen Namen bekommen durch die Füchse, die im Hausberg gelebt haben, dort, wo sich ja auch dieser Rest der alten Hausbergbogen befindet. Später hat man sicherlich diese Namenskoinzidenz gerne aufgegriffen, indem man die Füchse, das heißt die Erstsemester, die Studierenden Erstsemester, gezwungen oder überredet hat, beim Eintritt in die studentische Gemeinschaft da in der Fuchsturmkneipe die Runden zu bezahlen. Also es gibt Historiker, die formulieren mit guten Argumenten, dass das Weigelsche Haus an der Anfang des modernen bürgerlichen Museums steht, weil hier nicht der adlige Feudalherr seine Schätze präsentiert, um den eigenen Status zu erhöhen, sondern weil der bürgerliche Gelehrte Wissen erlebbar macht, um es in die Öffentlichkeit zu transportieren. Das Weigelsche Haus ist sicherlich auch ein Traum eines jeden, der gerne mal ins Glas schaut, mit einer Vorrichtung, mit der man auf der einen Seite scheinbar Wasser eingießen konnte und auf der anderen Seite Wein wieder herauskam. Und natürlich ein Haus des Wissens. Und sicherlich irgendwann mal auch eine Rekonstruktion wert, wenn wir denn in der Lage sind, irgendwann mal auch solche großen Projekte anzugehen. Hier endet sie, unsere Entdeckungsreise. Jena, eine kleine Stadt, die Wunderbares zu bieten hat.
Das war's schon wieder von Campus TV für dieses Semester. Falls ihr trotz Klausurenstress und Hausarbeitenstress vielleicht ein kleines bisschen Zeit habt, schaut doch mal auf unsere Website www.campustv.uni-jena.de. Dort gibt es sämtliche Informationen über uns und außerdem findet ihr auch den Link zu unserer Facebook-Seite und zu unserem YouTube-Kanal. Ja, und wenn ihr Fragen, Kritik, Wünsche oder Anregungen habt, sendet einfach eine Mail an redaktion@campustv-jena.de. So, das war's jetzt von uns. Wir sehen uns im kommenden Wintersemester wieder. Genießt eure Ferien und tschüss. Tschüss.